Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Bücherwoche von mir. Heute widmen wir uns den Büchern der vorangegangenen Woche, einer Woche, in der ich kränklich zu Hause lag. Ich habe die Bücherwoche von letzter Woche noch am Montag gedreht und da schon gesagt, eigentlich bin ich so ein bisschen krank, aber am Montag ging es noch. Ja, Dienstag war dann jeglicher Optimismus vorbei. Ich bin nach 2 oder 3 Stunden aus dem Büro nach Hause und zum Arzt gefahren. Und dort wurde mir eine starke Mandelentzündung mit wahrscheinlich auch Rachen- und Kehlkopfentzündung protagonisiert. Nein, wie heißt das, wenn dann... Also ihr wisst, was ich meine. Der Arzt hat das festgestellt und hat mir Antibiotika verschrieben. Und ich lag dann Mittwoch und Donnerstag wirklich ganz schön rum. Sehr faul, sehr träge, sehr krank und kaputt. Ich sag mal, ab Freitag ging es ein bisschen aufwärts. Allerdings kam dann über Nacht der Schnupfen dazu, der sich auch heute noch ein bisschen hält. Von daher, ja, klinge ich vielleicht noch nicht so ganz gesund, aber alles andere, ist auf jeden Fall wieder gut und ich hoffe, dass es das jetzt auch war mit den winterlichen Krankheiten, denn rein kalendarisch ist ja, wenn ihr das Video seht, ab 1. März auch Frühling und es ist ja auch schon in 3 Wochen Buchmessezeit und da braucht man jetzt auch weder Erkältung noch Grippe noch irgendwas anderes. Und von daher war das eine sehr kränkliche Woche mit, ich sag jetzt mal, 2,5 Büchern, die ich gelesen habe. Tatsächlich sind es auch alles diesmal echte Bücher, was den Grund hat, ich war ja zu Hause, habe also nicht unterwegs irgendwo gelesen, außer wie ich beim Arzt saß, aber ich bin sehr schnell drangekommen, da habe ich gar nicht groß gelesen und habe dann auch noch eine Serie angefangen, aber nach 3 Folgen auch wieder aufgehört und habe tatsächlich eigentlich nur so ein bisschen YouTube aufgeholt, Podcast gehört. Da habe ich euch ja dann eigentlich noch vorher schon, also noch bevor ich krank war, ein Video gedreht und die Podcasts habe ich dann halt auch einfach weitergehört in der Zeit und habe jetzt gefühlt auch alles aufgehört und aufgeholt, was es irgendwie zu hören gab. Wir fangen heute wieder mit den 2,5 Büchern an und da möchte ich auch noch ein bisschen was zu der Serie erzählen und zu einer Idee, die ich zu einem Hangout habe und ich denke, wir starten einfach mal mit einem absoluten Highlight in dieser Woche. Und zwar der 2. Teil der Warcross-Reihe Neue Regeln, neues Spiel von Mary Lou. Hier habt ihr ja auch schon das im Bann vom Buchreihen-Video vielleicht gesehen. Ich verlinke es euch unten in der Infobox und auch hier oben mal in die Infokarte. Absolutes Highlight, fand ich absolut großartig. Auch das nächste Buch ist ein absolutes Highlight, nämlich Homo Deus, Homo Deus. Von Yuval Noah Harari, ein Sachbuch, das gerade, glaube ich, nicht wirklich so erkennbar ist und zurückspiegelt durch das Licht, aber das ist nicht weiter schlimm. Ein Sachbuch, das ich zu Weihnachten von meinem Chef geschenkt bekommen habe und das ich auch in dieser Woche sozusagen verschlungen habe. Und das halbe Buch der Woche ist deswegen ein halbes Buch, weil es das Leseklub-Buch ist. Und zwar Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten von Becky Chambers. Und das lesen wir seit... 17. Ich muss mal nachgucken. Ja, seit 17. Februar im Leseklub, beenden es jetzt aber auch erst zum 28. Und deswegen werde ich heute noch gar nicht so viel dazu verraten, sondern erst in der nächsten Bücherwoche. Wer sich jetzt natürlich fragt, eigentlich ist ja die Leserunde rum. Na, wir sind ja immer eine Woche in der Bücherwoche hinterher und deswegen dauert es jetzt eine Woche, bis ich was über das Buch erzählen kann. So, hier sind wir aber bei Warcross von Mary Lou, der 2. und letzte Teil dieser Dialogie. Neue Regeln, neues Spiel. Als erstes möchte ich sagen, dass ich die Cover der Warcross-Reihe wirklich großartig finde. Ich fand auch schon die englischen nicht schlecht. Mir haben aber tatsächlich diesmal auch die deutschen super gut gefallen. Es gibt ja einmal das blaue Cover im ersten Teil und hier das 2. Teil und im Rot. Und das ist vom Löwe Verlag bei mir eingezogen, weil ich schon nach dem grandiosen ersten Teil fast geahnt habe, dass mir auch der 2. Teil gefällt. Und deswegen durfte der 2. Teil stellvertretend fürs Bücherregal zu der Reihe eben bei mir einziehen. Und ich habe mich da mega gefreut, als das Buch bei mir angekommen ist. Und ich habe es auch wirklich jetzt diese Woche, ich glaube so, in 3 Tagen weggesuchtet. Das ist, wie gesagt, der Abschluss dieser Reihe. Eigentlich wollte ich den 2. Teil ja in Englisch lesen, hatte den ja auch damals sogar besorgt, als ich den ersten Teil gelesen hatte und gefeiert hatte.
Irgendwie, wie es aber manchmal so ist, bin ich dann doch nicht so dazu gekommen und ja, habe mich jetzt dann eben auf den deutschen Band gestürzt. Das im Band vom Buchreihen-Video verlinke ich euch, wenn ihr das am Donnerstag noch nicht gesehen habt. Da erzähle ich alles Mögliche über diese Reihe und wie abgöttisch ich sie liebe. Deswegen wird sich jetzt hier in der Bücherwoche das auch ein bisschen kürzer fassen. Ja, wir sind hier in einer E-Sports-Welt. So wird auch ja, die Reihe im Grunde tituliert. Denn wir sind in der nahen Zukunft, irgendwo in Asien. Ich habe schon wieder verdrängt, wo wir eigentlich sind. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich irgendwo genannt wurde. Und ja, die Welt ist verrückt nach Warcross. Eben ein Spiel, das man über eine virtuelle Realität, wenn man so möchte, was man über das Aufsetzen einer Brille im Grunde betreten kann und ja, man dort verschiedenste Spiele machen kann, aber eben auch das Leben leben kann und man kann darin eben auch ja, Geld verdienen, was man in der echten reellen Welt dann auch wieder umrechnen kann und dort auch verwenden kann. Und wir treffen auf Emika, sie ist eine Kopfgeldjägerin in dieser Welt und ja, lebt mehr oder weniger so am Rand der Gesellschaft, ist relativ arm, hat auch von ihrem Vater so ein paar Probleme geerbt. Und ja, sie hackt sich eines Tages in ein Spiel von Warcross ein. Darauf wird der ja, Erfinder von Warcross, Hideo, auf sie aufmerksam. Und ja, spätestens als sie sich in Meisterschaften einhackt und ja, dort so ein bisschen sich präsent macht, weiß er, ja, es gibt hier irgendwie eine Lücke und es gibt auch einen Hacker, der die Weltmeisterschaft sabotieren möchte. Und ja, Emika soll ihm dabei helfen, diesen Hacker im Grunde aufzuspüren. Und das ist so die Geschichte des ersten Teiles, um die es hier geht. Und es gab eben zum Ende hin des ersten Teiles schon einen gewaltigen Knall, einen Plottwist, mit dem ich persönlich nicht gerechnet habe. Und der zweite Teil zielt eben direkt dort weiter. Also erzählt wirklich nahtlos die Geschichte von Emika und auch von Hideo, von Warcross. Was ist hier passiert? Was hat es mit dem Hacker auf sich? Welche Wendungen nimmt diese visuelle Version? Und was passiert hier alles? Und es kommen im zweiten Teil noch mehr Wendungen und Plottwists vor, die ich nie erwartet hätte und die ich einfach nur grandios fand. Der Schreibstil von Mary Lou ist einfach fantastisch. Ich habe ja letztes Jahr Young Elites abgöttisch geliebt. Den ersten Teil bin ich absoluter Fan und auch im zweiten Teil. Für mich kann die Frau Welten erschaffen, bildhaft, lebendig, modern und das in einem Jugendbuchstil, den ich wirklich großartig finde. Ich feiere ihren Schreibstil. Ich mag es, wie sie Charaktere erschafft, wie sie diese entwickeln lässt, wie sie diese ganze Welt aufbaut und das macht sie für mich wirklich, ja, mitunter als einer der Autorinnen wirklich die das unter Highlight einfach, ja, einfach trefflich sind. Wer Jugendbücher mag, wer High Fantasy mag, wer Science Fiction mag, wer diese Mischung gerne ein bisschen erwachsener mag, der ist bei Warcross und bei Mary Lou absolut richtig. Und liebe Ruth, das ist jetzt nochmal ein Hinweis für dich, du musst Mary Lou einfach lesen. So, kleiner Insider. Ich habe diese Reihe geliebt. Ich fand den ersten Teil mega, mega spannend und ich fand den zweiten Teil genauso spannend. Und ich persönlich hätte mir ein paar mehr Seiten gewünscht, beziehungsweise eigentlich sogar einen dritten Teil. Nicht, weil der Geschichte etwas fehlt oder irgendwie man denkt, oh, hier wird nicht alles genug erklärt, aber ich hätte mich unglaublich gern noch länger in dieser Welt aufgehalten. Denn diese virtuelle Realität mit anderen Dingen, die noch gespickt werden in der Geschichte, die sind einfach großartig. Die sind einfach so am Nerv der Zeit und einfach so präsent und vorstellbar und erschreckend nah, dass man da einfach auch drin versinken kann. Und ich, ja, war absolut süchtig nach dem zweiten Band. Ich habe den genauso geliebt wie den ersten Band. Für mich ist das eine runde Dialogie, eine tolle Geschichte. Und deswegen hat die Reihe eben auch ein eigenes Video verdient, das ihr eben, wie gesagt, euch vielleicht schon am Donnerstag auch angesehen habt. Und ich kann es euch absolut nur empfehlen. Also ich bin absoluter Fan dieser Reihe, überhaupt von Mary Lou. Und ich muss in diesem Jahr definitiv Legend lesen. Das darf gar nicht so lange warten, weil wenn sie das auch nur annähernd so gut gemacht hat wie Young Elites und Warcross, dann werde ich auch diese Reihe abgöttisch lieben. Auch ihre Charaktere sind einfach so echt und so charakterstark und so gefestigt und dennoch haben sie eben ihre Schwächen, wie wir Menschen sind und ich finde einfach, dass sie das toll macht. Also es ist wirklich großes, großes Bücherkino, ein absolutes Monats-Highlight, ein Reihen-Highlight und ich bin so happy, dass ich das ins Regal stellen kann und es mit einem Lächeln in meinem Regal anschauen werde und ja, mich darüber freuen werde und freue mich einfach über diese Buchreihe. Das zweite Buch der Woche ist dann etwas ganz, ganz
anderes, und zwar Homo Deus, Homo Deus, ich hoffe, irgendwie so wird man es aussprechen, von Yuval Noah Harari. Das ist ein Weihnachtsgeschenk meines Chefs gewesen, der dieses Buch wohl schon mehrfach gelesen hat und das super spannend und gut fand und das, glaube ich, auch vermehrt an die Kollegen verschenkt hat. Es ist mein erstes Buch des Autoren. Allerdings habe ich das vorangegangene oder das nachfolgende, das sind diese 21 Tipps für das 21. Jahrhundert. Ich glaube, das ist der Nachfolger. Das habe ich, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert, das habe ich schon auf der Wunschliste und ich denke, dass das nicht lange auf sich warten wird, dass das auch bei mir einzieht. Eine Geschichte von morgen ist im Grunde ein Sachbuch über die Menschheit, über die Vergangenheit der Menschheit, die Gegenwart und wie die Zukunft sein wird, wenn es so weitergeht, wie es jetzt eben ist. Was ist vorstellbar und wo kommt die Menschheit, der Mensch überhaupt her, wo sind wir gerade und wo gehen wir hin? Und die Geschichte in dem Sachbuch über die Menschheit, die ist sehr locker und leicht geschrieben. Es gibt hier drin eben auch irgendwie einen ganz unterhaltsamen Erzähler, der es wirklich schafft, dass er einen packt, dass er einen neugierig macht, dass er einen Dinge erklärt, die man vielleicht eigentlich dachte, dass die viel zu trocken sind oder viel zu kompliziert. Aber Harari schafft es für mich, das wirklich unterhaltsam zu erzählen und so kommt keine Minute Langeweile auf und man liest eigentlich so Kapitel für Kapitel und noch ein Kapitel und merkt gar nicht, wie viel man eigentlich tatsächlich dann davon gelesen hat. Und selbst krank und irgendwie so im Tablettenwahn fand ich es mega spannend und hatte meine lichten Momente am Tag, wo ich wirklich super, super gerne zu diesem Buch gegriffen habe. Mega spannend ist eben einfach so die Entwicklung der Menschheit. Was hat es mit den neuen Technologien auf sich? Wird der Mensch jetzt irgendwie gottesgleich? Was kann er erschaffen? Was nimmt sich der Mensch heraus? Was hat es mit den Religionen so auf sich? Wo hat uns das schon in der Vergangenheit hingeführt? Was bewegt jetzt die Menschen dazu, so religionsfanatisch vielleicht auch zu sein? Was macht das mit der Welt? Was macht das mit einzelnen Ländern? Was macht das mit einer Gesellschaft und eben auch der Menschheit? Und wie kommt eigentlich der Mensch dazu, so über diesen Dingen zu stehen? Was ist das Wichtige im Leben? Und die wichtigste Frage stellt er eigentlich, ob es eher Intelligenz ist oder das Bewusstsein, was dann irgendwann so das Beste, Größte in unserer Welt sozusagen sein wird. Denn es gibt durchaus einen Unterschied zwischen intelligenten Lebewesen und Lebewesen mit Bewusstsein. Und dazu werden natürlich auch Tiere gezählt. Und was treibt eigentlich den Menschen an, im Grunde andere Säugetiere an oder überhaupt Tiere so auszubeuten? Wie kommen wir dazu? Wie gedenken wir das zukünftig überhaupt zu tun mit Schweinen und Kühen, wo eben auch ein Bewusstsein da ist und wie können wir das alles verantworten, was der Mensch gerade auch Schlechtes auf dieser Welt tut. Und trotz dieser sehr, sehr ernsten Themen schafft es Harari, das wirklich sehr locker zu erzählen. Es ist sehr unterhaltsam, aber dennoch, finde ich, regt es wirklich zum Nachdenken an. Also es hat mich nachdenklich an vielen Stellen zurückgelassen, auch mit Nachfragen, die ich im Kopf hatte, die ich dann durchaus auch einfach mal dem Internet gestellt habe. Und die Messages, die hier drin verpackt sind, in noch so unterhaltsamer Form, fand ich sehr wichtig, um über die Menschheit nachzudenken, um irgendwie auch ein Gefühl zu bekommen, ist man mit seinen manchmal doch merkwürdigen Gedanken allein oder nicht? Und was bringt vielleicht Menschen dazu, das zu tun, was sie tun? Und dazu gibt es auch durchaus ein paar Bilder hier drin enthalten, ich ganz interessant fand, jetzt nicht wirklich unterhaltsam oder irgendwie, aber die manchmal so seine Aussage auch unterstrichen haben. Und ich fand wirklich toll, wie er zum Nachdenken anregt, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger so auf uns zu zeigen, auf uns Leser. Und ich glaube, wer zu diesem Buch greift, bereit dafür ist, darüber auch mal nachzudenken. Wenn das alle auf der Welt täten, hätten wir wahrscheinlich irgendwie eine friedvollere und ruhigere Welt und ein besseres Miteinander, als es aktuell irgendwie der Fall ist. Und was mich auch sehr fasziniert hat, ist, dass man sich auch an Themen festliest, also das, wie man darin liest und gar nicht merkt, dass eine Stunde vergangen ist und dass man eben durchaus erstaunt ist über manches, aber auch entsetzt
Und ich war auch manchmal sehr begeistert von Dingen, die die Menschheit eben so tut und was diese neuen Technologien bringen und dass sie natürlich immer Licht- und Schattenseiten haben. Also ich war rundum begeistert von diesem Sachbuch, das mich unglaublich gut unterhalten hat, das mich zum Nachdenken angeregt hat, das schreibtechnisch wirklich toll geschrieben ist, das wirklich so den Kern der Dinge rüberbringt, wunderbar unterstrichen wird durch Theorien, Praxis und natürlich auch einfach durch Fälle, die er irgendwie aufgreift. Und das so auch ein bisschen über diese ganze Welt macht. Also es gibt durchaus Beispiele über Deutschland, über Amerika, natürlich auch über den asiatischen Bereich. Es geht auch sehr viel manchmal über Afrika und die Armut, die da vorherrscht und warum das der Fall ist. Und beschäftigt sich natürlich auch so ein bisschen mit dieser ganzen Flüchtlingsbewegung, die es auf der Welt gibt. Und ich fand es großartig. Also ich fand wirklich, dass sich das Buch hat wunderbar lesen lassen, dass es sehr spannend war und auch einfach sehr echt sich angefühlt hat. Also nicht irgendwas gekünstelt, auf die Spitze getrieben, sondern man wirklich den Eindruck hatte, ja, so ist es auf der Welt. Und das hat für mich Harari wirklich großartig gemacht, hat mich gut unterhalten und für ein Sachbuch ist es wirklich eine absolute Empfehlung, weil es mir an mancher Stelle überhaupt nicht so vorgekommen ist. Und so der Nachdenkfaktor über 3-4 Themen, die ich mir auch notiert habe, der ist definitiv jetzt auch noch eine halbe Woche später vorhanden und wird mich auch noch ein Stückchen begleiten, wo ich dann eben auch Themen finde, in die ich mich weiter einlesen möchte. Absolute Empfehlung, wer sich damit einfach mal beschäftigen möchte, ist bei Harari absolut richtig und ich bin auch mega gespannt eben auf diese 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Ich glaube, dass das demnächst bei mir einziehen wird. Also das klingt wirklich noch nach einem Buch, das ich mega spannend finde und absolute Empfehlung, hat mir wirklich unglaublichen Lesespaß gebracht. Und das letzte Buch der Woche, das mich eigentlich die ganze Woche begleitet hat, ist dann Der lange Weg zu einem kleinen sonnigen Planeten von Becky Chambers, ist der Auftakt der Wayfarer-Reihe, soweit ich das jetzt gesehen habe, und lesen wir gemeinsam im Leseklub und das lesen wir jetzt auch noch bis einschließlich 28. Februar, weswegen mir jetzt noch 2-3 Abschnitte in diesem Büchlein fehlen. Wir lesen daran jetzt seit 17., also knapp ja so 1,5 Wochen, weil es ja doch ein bisschen ein dickeres Buch ist und es ist ein unterhaltsamer Science-Fiction-Roman, denn wir sind an Bord der Wayfarer und auf dieser befinden sich sehr viele unterschiedliche Rassen, die es irgendwie im Weltall so gibt. Zudem gibt es durchaus auch Menschen, die aber nicht von der Erde kommen, sondern auf Kolonien vorher unterwegs waren. Und wir treffen auch eine Marsianerin und verschiedenste Kreaturen, die die Geschichte unglaublich unterhaltsam machen. Es ist, soweit kann ich das jetzt schon verraten, wirklich großartige Science-Fiction. Und mir gefällt die Geschichte unglaublich gut. Und ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, ohne die letzten 150 Seiten zu kennen, dass ich in dieser Reihe auf jeden Fall weiterlesen möchte. Der zweite Teil ist nämlich schon erschienen. Der dritte erscheint jetzt, glaube ich, bald. Und es ist wohl keine Geschichte so im Sinne von einer Reihe, sondern eher eine Serie, die sich irgendwie im gleichen Universum dann beschäftigt. Und ich glaube, der zweite Teil, ich habe schon wieder den Namen verdrängt, ja, ich bin hier immer nicht so gut mit Namen, dreht sich dann wahrscheinlich auch wieder um die Wayfarer, aber hat die dann eine andere Besatzung oder ich weiß noch nicht so richtig, ich habe es ja noch nicht gelesen, aber da bin ich auf jeden Fall mega gespannt. Dazu gibt es auf jeden Fall nächste Woche ein bisschen mehr, einfach weil ich dann natürlich das Buch auch beendet habe und dann ein abschließendes Urteil habe. Aber ich kann so viel schon sagen, dass mich das Buch absolut gefesselt hat, bisher sehr begeistert hat und manchmal 50 Seiten am Tag einfach viel, viel zu wenig waren. Und man sich schon sehr zurückhalten musste, damit man es nicht wegsuchtet. Aber das spricht ja absolut nur für das Buch. So, das waren also die 2,5 Bücher sozusagen der Woche und wie man sieht, wirklich eine absolute Highlight-Lesewoche, die trotz Krankheit zumindest mit tollen Büchern überzeugen konnte. Ich habe zudem auch eine Serie auf Netflix begonnen und zwar Kolonie. Und diese Serie, auf die bin ich gestoßen, weil der Schauspieler aus Lost, der den Sawyer gespielt hat, da irgendwie mitspielt. Zudem spielt auch die Frau von Rick aus The Walking Dead mit. Ja, Namen sind gefühlt ja Schall und Rauch und wie die Schauspieler jetzt gerade heißen, weiß ich auch nicht. Aber dadurch bin ich irgendwie auf die Serie gestoßen und ich habe sie damals schon irgendwie mal auf Sky gesehen, dass so etwas läuft und fand die Idee mega spannend, dass die Welt irgendwie eingenommen wurde von einer außerirdischen Lebensform und die Welt, die Menschheit irgendwie als Kolonie hält. So habe ich es zumindest verstanden. Und dass darunter sich eben Menschen befinden, die dann natürlich dagegen rebellieren. Und ich habe, glaube ich, 3 Folgen angesehen.
Es hat mich nicht direkt so richtig gepackt. Ich fand es irgendwie okay. Natürlich braucht eine Geschichte Zeit, bis man hereinkommt und so ein bisschen mitgeht. Und habe dann halt leider den Fehler gemacht, ein bisschen zu googeln. Und habe dann herausgefunden, dass die Serie nach der dritten Staffel endet. Allerdings mit einem großen Cliffhanger. Und da das wohl schon sehr früh bekannt wurde, hatte die dritte Staffel dann sehr schlechte Einschaltquoten, weil gefühlt halt keiner auf diesen Cliffhanger wohl hinaus wollte und das Ende dann noch mochte. Ich persönlich habe gar kein Problem damit, wenn Serien ein offenes Ende haben. Also gibt es ja auch Bücher, wo man sagt, es ist mehr oder weniger ein offenes Ende. Jeder kann sich seinen Teil denken. Ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die das überhaupt nicht mögen. Ich habe persönlich nichts gegen. Also es gibt ja genügend Geschichten, die so ein halb offenes Ende haben, wo man sagen kann, okay, wie könnte es weitergehen? Es ist irgendwie ein okay Ende. Und lieber noch so ein Ende als so ein grottenschlechtes Ende, wie es für mich zumindest zum Beispiel Lost hatte. Aber ich habe dann doch so zwei, drei kritische Stimmen auch im Freundeskreis gehört, die gesagt haben, Steffi, lass es, dich wird dieses Ende auch nerven und ärgern. Und ich habe mich auch von der lieben Freundin tatsächlich ein bisschen spoilern lassen, aber ganz bewusst, ich habe auch danach gefragt. Und dann dachte ich, okay, das brauche ich dann doch nicht. Dementsprechend habe ich es, glaube ich, drei oder vielleicht war ich in der vierten Folge und habe es dann auch wieder sein gelassen. Und mich hat tatsächlich auch nichts anderes irgendwie auf Netflix oder so angesprochen. Zudem war ich eigentlich ganz froh, wenn der Fernseher irgendwie aus war und auch das Handy nicht so direkt neben einem war und man einfach irgendwie auf der Couch lag, ein bisschen Podcast gehört hat, Musik gehört hat oder dann eben wirklich gelesen hat. Und das hat echt gut getan. Also ich merke, wie ich das brauche. Und ich bin definitiv süchtig nach Büchern. Das kann man gar nicht anders sagen. Dieses Abtauchen, dieses Reinfinden, dann vergisst man sogar irgendwie, dass man krank ist. Das merkt man spätestens, wenn dann die Nase läuft nach einer halben Stunde. Man denkt, oh, dieses nach unten gucke und man sich so hinlegt, dass man das Buch irgendwie ganz kompliziert hält. Da müsste man auch mal noch irgendwie eine Konstruktion finden, dass man sich auf den Rücken legen kann und das Buch lesen kann. Na, wer ist hier irgendwie, angetan von Werkstattarbeit und möchte da ein Patent anmelden. Ja, aber das soweit so ein bisschen zu den Serien oder zu der Serie der Woche. Podcast-technisch habe ich ja diese Woche auch ein Video online gestellt, das verlinke ich euch auch mal hier oben. Da habe ich nochmal vier Podcasts empfohlen, die mir nach wie vor sehr viel Spaß bringen, wo ich jetzt auch wirklich in der letzten Woche so ein bisschen was dazu gehört habe. Hörbuchtechnisch habe ich nichts gehört, nein, tatsächlich nicht. Ja, einfach weil ich Bücher gelesen habe. War dann diese Woche mal so mein Medium. Und das ist es so mit dem Rückblick technisch. Ich plane tatsächlich mal eine neue Art von Monatsrückblick. Und das hat ihr so ein bisschen aufgefordert. Ich möchte gerne in dieser Woche, wahrscheinlich am Donnerstag, also jetzt in der kommenden Woche, einen Hangout machen zu meinem Monatsrückblick. Ich mache ja theoretisch keine Büchermonate im klassischen Sinne, weil es ja mehr oder weniger eine Wiederholung zur Bücherwoche ist. Und ich würde ja gefühlt immer zu dasselbe über die Bücher erzählen. Und das wäre natürlich zusammengefasst, aber in einem Video, wo es irgendwie um 12 bis 15 Bücher geht, das dauert natürlich dementsprechend lange und dann habe ich das früher ja auch mal gesplittet und habe dann irgendwann nur mal die Highlights erzählt und irgendwie hat mich das aber alles nicht so richtig glücklich gemacht. Es hat nicht so richtig zu mir gepasst. Allerdings bin ich selbst eben einfach ein Fan von Hangouts, von dieser Live-Kommunikation zwischen den Zuschauern im Chat und eben allen Beteiligten im Hangout. Und ich habe da jetzt eben einfach überlegt, ob man nicht mal so einen Monatsrückblick in Hangout-Form macht. Also ich vermute, es wird der Donnerstag so gegen 7:30. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen. Folgt mir da auf jeden Fall auf Instagram. Findet ihr auch wie alle anderen Buchinfos und Ähnlichem unten in der Infobox. Da werde ich auf jeden Fall, denke ich, noch meine Ankündigung dazu dann auch machen. Haltet euch den Donnerstagabend aber einfach schon mal frei. Ja, wäre es ja Weiberfasching, ne? Weiberfastnacht. Naja, alle, die kein Fasching mögen, können ja dann zur verkleideten Steffi kommen, die dann ihre Masken einfach mal abnimmt an dem Tag. Und ich überlege halt, dass man so vielleicht neben Büchern eben auch einfach über Serie sprechen kann, vielleicht auch über Filme. Es waren ja jetzt auch im Februar zum Beispiel die Oscars. Und dann würde mich natürlich auch einfach interessieren, was würde euch vielleicht noch interessieren zum Rückblick? Also, was würde euch an Themen noch interessieren? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so direkt im Februar umsetzen kann, weil manches habe ich mir ja vielleicht auch gar nicht notiert oder ähnliches, aber welche Themen ihr irgendwie spannend fände, worüber man eben einfach in dem Monatsrückblick ein bisschen sprechen könnte. Und ich denke mal, so 1,5 Stunden ist, glaube ich, ein ganz gutes Maß.
um sich das vorzunehmen, wo man einfach miteinander sprechen kann über Highlights, Flops, vielleicht auch einfach über die Lesegewohnheiten oder ja, Serien, die einen begeistert haben. Vielleicht auch einfach miteinander in den Austausch kommen. Was waren eure Highlights? Was habt ihr im Februar gelesen? Und ja, dann gucken wir einfach mal, wie das so läuft. Und wenn das euch Spaß macht und mir Spaß macht, dann ist das ja vielleicht durchaus was, was man so ein bisschen monatlich einführen könnte, sodass wir da einfach die Möglichkeit haben, im direkten Austausch, ja, also direkt im Sinne von jetzt sofort, ne, so live, einfach miteinander darüber zu quatschen, ihr Fragen vielleicht auch zu den Büchern stellen können oder zu den Serien oder ihr eben, wie gesagt, auch einfach die Tipps gebt, wie wir uns darüber unterhalten und ja, das fände ich mal mega interessant, wie ihr das so seht, was für euch Themen wären, die spannend wären oder ob ihr vielleicht auch einfach sagt, hey, aus den und den Gründen finde ich das irgendwie nicht cool. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, das würde mich auf jeden Fall interessieren und wenn ihr Lust habt, wie gesagt, in meinem Kopf ist jetzt der Donnerstagabend eigentlich so ein bisschen dafür geplant und auch, ich sag mal, geblockt. Ich habe da jetzt einfach erstmal nichts anderes vor. Und ja, würde mich da einfach mal freuen, wenn wir da ein bisschen in den direkten Austausch kommen und ja, bin da auf jeden Fall schon gespannt. Die Woche drauf, nein, die übernächste Woche am 11. Wird es dann auch ein Hangout noch auf meinem Kanal geben. Dazu verrate ich aber erst was in der nächsten Bücherwoche. Und ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen, ich habe über alles gesprochen. Über nervige Krankheiten sowieso. In 3 Wochen ist Leipziger Buchmesse, freue ich mich auch schon sehr drauf. Und da sind jetzt auch die Termine online. Also man kann auf der Leipzig-Seite sich jetzt eben auch die Termine angucken. Den Freitag, ja, habe ich schon abgearbeitet. Huh, Haken dran. Und jetzt mal gucken, was der Samstag und der Sonntag noch so an Terminen bringt. Ja, ich glaube, es war jetzt nichts. Ich sehe auch jetzt, dass das Licht allmählich verschwindet. Und denke, dass das jetzt doch eine ganz... ja, eine richtig schöne Bücherwoche war, zumindest lesetechnisch. Krankheiten grenzen wir einfach mal aus. Ich finde, was anderes kann man mit Krankheiten auch nicht tun. Ich hoffe auch, dass ihr ein bisschen Spaß mit der Bücherwoche hattet, mit den Büchern, die ich euch vorgestellt habe. Ihr findet alle unten in der Infobox, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.